Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Last Tribe Standing auf dem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir sind mal wieder im Historic-Format unterwegs. Hier das Zauberer-Deck konnte in der letzten Episode super souverän performen, war das letzte Deck in der Arena und darf demnach heute wieder eröffnen. Falls die Zauberer besiegt werden, wir haben wie immer zwei Backup-Decks. Das sind die gleichen Decks wie vorher. Die Zauberer waren halt einfach viel zu stark. Falls die heute besiegt werden sollten. Wir haben noch das Drachendeck auch hier mit M21 ein bisschen geupdatet. Mal schauen, das Deck will ich unbedingt jetzt mal zocken. Und auch das Kriegerdeck sieht sehr interessant aus, so ein bisschen ein Enchantress-Deck, ist dreifarbig geworden. Auf jeden Fall ein besonderes Deck, aber früher oder später werden wir die Decks bestimmt in Aktion sehen. Wir spielen heute, je nachdem wie es ausgehen wird, gegen ein Horror-Deck, gegen ein Piratendeck und oder ein Kleriker-Deck. Ich kenne ja weder die Decklisten noch weiß ich, welches Deck jetzt hier gleich als erstes gegen die Zauberer antreten wird. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was passiert. Wollen wir mal schauen, welches Deck heute Last Tribe Standing werden kann. Wir sehen uns zur ersten Starthand. Viel Spaß! So, willkommen zur ersten Starthand. Wir haben den ersten Zug bekommen. Das ist richtig gut. Oh, direkt eine neue Karte. Das Mana ist leider nicht perfekt. Ah, das ist auf jeden Fall ein Keep. Mal schauen, gegen was wir zocken. Ich freue mich. Lange kein LTS gezockt. Moin! Auf eine gute Runde, würde ich sagen. Oh, ein Mulligan. Mulligan zur Eröffnung. Ist nie optimal. So, wir haben das Territory. Die Sache ist, ziehen wir ein Land nach. Wenn nicht, will ich Soul for Falls legen. Die gehen halt immer als 2-2er Eile-Kreatur später. Wir ziehen nämlich das Land nicht. Alles klar. So, Wizard. Pyromancer. Immer ein akzeptabler Start. Ein Castle. Das muss ja dann das Piratendeck sein. Ja, Direfleet Captain. Wir spielen gegen Piraten. Ziehen natürlich das Land nach, was wir genau nicht ziehen wollen. Angriff. Immerhin ein schön aggressiver Start. Ich mache weiter mit den Pyromancern. Da würde ich auch gegebenenfalls blocken. Wenn da jetzt nicht ein Pirat mit Eile kommt. Ich weiß es nicht. Oh, Tatsache. Pirat mit Eile. Oh, greift so an. Ja, lassen wir durch. Da kommt bestimmt noch was, aber trotzdem lassen wir durch. Light up the stage. Und dann nichts. Okay, wir haben einen Angriff. Machen wir Immolator Counter Backup. Das ist okay. So, Doppelblau ist über. Oder wollen wir die Lava Runner legen? Nein, wir wollen countern. Und hier gegebenenfalls das Mana auch aufhalten. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, countern wir. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Oh, jetzt schön 3-3. Oh, das ist gut. Dann kann man nicht wirklich angreifen. Oh, das ist richtig gut. Jetzt einen schönen Spontanzauber Doppeleile. Komm, ein Lightning würde ich nehmen. Noch ein Lava Runner. Das gibt's doch nicht. Machen wir einfach Angriff mit allen. Ja, machen wir einfach Angriff mit allen. Oh, wie gut wäre ein Zauber gewesen. Ja, Block, schieß auf den Pyromancer ist natürlich ein super Play. Oder auch nicht. Von mir aus. Ich meine, wir behalten immer einen Pyromancer. Ja, dann Triple Lava Runner. Das Mana benutze ich natürlich. Jetzt kommt ein Zauber. Das wird sowas von eskalieren dann. Gucken, was da jetzt kommt. Skewer. Ist okay. Reicht nicht ganz, aber Eile wenigstens. Komm, Body Wizards. Weiterhin ungeschlagen. So wie es aussieht, das Deck ist einfach zu heftig für diese Videoreihe. Okay, good game. Das haben wir auch bei den Engeln gedacht. Counter Backup. Irgendwann werden die Wizards hier schon verlieren. Vielleicht ja auch schon im nächsten Spiel. Aber dieses Mal gegen die Piraten sehr souverän. Nochmal good game, würde ich sagen. Auf zur nächsten Starthand. Und die nächste Starthand, oh, die sieht auch ganz gut aus. Natürlich haben wir jetzt nicht den ersten Zug. Wir haben ja gewonnen. Und wir spielen gegen die Kleriker. Ja, auf eine gute Runde. So, hier hat sich nichts geändert. Wir machen Castle, dann Island, dann Sulphur Falls. Dann kommt auch alles quasi ungetappt ins Spiel. Oh. Airy.
Bei drei oder mehr Leben gibt's ein Greifen. Okay. Starten wir mal hier mit dem Emulator. Ich will schon blocken können. Und falls irgendwie mal eine Aura kommt, ich weiß nicht, was alles ein Kleriker auch ist. Okay, ja, solange nicht so viele Lebenspunkte kommen, ist ja alles gut. Ich glaube, ich will angreifen, Schaden machen, opfern für den Speaker und dann einfach noch was hinterherlegen. Können wir einfach hier Stormkin legen. Ich glaube, ich will das wirklich machen. Opfern, ja. Ja, Tatsache. Counter aufhalten würde auch gehen. Aber es macht jetzt hier nicht den großen Unterschied. Angriff für 4. Das ist halt die Karte, die Leben macht. Will ich das? Wir können ja warten. Es sei denn, das Deck spielt Protection. Nein, wir machen das sofort. Da ist 100 Pro und Blessing irgendwas drinne. Wir machen das jetzt hier halbwegs safe. Revitalisieren. Uff, das ist echt nicht schlecht. Zwei kostenlose Greifen. Das ist nice. Erstmal noch ein Nice droppen. Das gefällt mir. Hier gibt es plus eins nochmal. Da muss man immer doppelt blocken. Das ist auch noch nicht so stark. Wir bauen uns erstmal auf. Die Frage ist, brauchen wir einen Counter? Wir machen Doppel-Pyromancer. Oh, das sieht nach einer Challenge aus. Wenn das Deck jetzt sich richtig gut stabilisieren kann, paar Bonusleben, einfach nur greifen ohne Ende schrauben, das reicht. Oh, ein Sorin ist gut. Oh, Lifelink nochmal. Oh, das triggert hier ja alles nochmal. Ah ja, Schuss. Das ist dann wieder ein Leben. Kommen zwei neue. Oh, das ist richtig gut mit Sorin. Ich glaube tatsächlich. Also, wenn wir das hier als Kleriker-Deck durchgehen lassen können mit den Greifen. Schon ziemlich gut. Ja, müssen wir Adelis machen. Ja, das mit dem Sorin ist echt sick. Müssen wir irgendwie den Sorin angreifen? Das ist übel. Mal gucken, ob nur ein Single Block. Nee, immer Double Block. Stark, stark. Haben wir aber trotzdem den Sorin, ist ja in Ordnung. Das brauchen wir wohl nicht. Nicht wirklich. Oh, Lightning ist gut. Einfach Interaktion ist wichtig. Ja, wir haben halt auch zwei Kreaturen jetzt gegen den Sorin getauscht. Und jetzt kommt noch ein Sorin. Nee, Forbidden Spirit. Auch ein Kleriker. Interessant. Ist wirklich mal ein Kleriker, sagen wir es mal so. Müssen wir auch abschießen? Nee, ist ein Enter the Battlefield-Effekt. Wir können eh nicht wirklich angreifen. Dann machen wir Emulator Counter. Bringt nichts, den Forbidding Spirit abzuschießen. Oh, mal sehen. Wir haben noch nicht verloren. Offensichtlich nicht. Kommt halt jetzt sehr stark darauf an, wie viele Karten da kommen. Und wie viele Lebenspunkte da immer gemacht werden. Erstmal nichts. Gehen wir in unseren Zug. Spielen wir nichts. So können wir uns immer noch alles aufhalten. Also sie ist jetzt richtig gut. Vielleicht ist das ein Removal. Dann Wizards Lightning. Machen wir auch vorweg auf den Spirit. Trigger, Trigger. Wollen wir hier den Doppelblock nochmal anbieten? Ja, dann kann er hier den Pyromancer nicht blocken. Das ist okay für mich. Oder so. Das ist erst recht okay für mich. Nicht, dass die Wizards das doch noch packen. Ich habe eben gedacht, oh, das könnte es sein. Ja, Vito, bester Kleriker. Oh, Top-Deck Wizards Lightning. Das ist natürlich stark. Tut mir leid. Ja, Angriff mit allen. Das ist schon wieder so eine gute Board-Position. Hier hätten einfach ein paar Lebenspunkte mehr kommen müssen. Das wäre es halt einfach gewesen. Die Wizards, das gibt's doch nicht. Das kann ich nicht glauben. Wenn die das jetzt packen, das Horror-Deck, ich will jetzt was sehen. Ich will auch mal ein anderes Deck spielen. Ich warte die ganze Zeit. Auf das Drachendeck, besonders auf das Drachendeck. Das hat ja schon neue Karten. Nein, jetzt sage ich schon nein, Good Game, wir haben gewonnen. Das gibt's doch nicht. Nein, das ist unfassbar. Das Wizards-Deck ist zu gut. Ja, danke für das Spiel. Mensch, ich würde echt gerne das Deck wechseln. Da wollen wir mal schauen. Würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Starthand.
weiter geht's. Und die nächste Starthand, oh, die sieht auch wieder völlig in Ordnung aus. Wir haben natürlich nicht den ersten Zug. Wir spielen gegen das Horror-Deck. Die Chance hier mal wieder für die Zauberer auf den Last Tribe Standing. Richtig, richtig gut. So, wir haben Opt, Emulator, Emulator, Adelis und dann brauchen wir noch ein paar Zauber, würde ich sagen. Wollen wir das Opt überhaupt benutzen? Mal sehen. Remorse ist gut. Ja, nimmt natürlich die Adelis. Ja, dann können wir das auch machen, weil wofür brauchen wir dann die Zauber? Nee, Mana muss nicht sein. Okay. Ist gut. Ja, ich mach mal Emulator, weil wir nächste Runde eventuell Stormkin plus Lightning machen. Haben wir hier noch einen Bonusschaden. Okay, wir haben genug Länder. Ja, Steamvents kann weg. Fanlurker, auch ein Horror. Da kommt noch Phyrexian Obliterator. Der 4-5 Menace ist auch ein Nightmare. Eine Nightmare-Kreatur. Müssen wir mal schauen. Wirklich Stormkin Lightning. Da haben wir jetzt noch einen Crash-Through gefunden. Auch gut. Ja, lass das machen, oder? Besser als Lightning auf Fanlurker. Gibt's auch Trampelschaden hier. Haben wir noch ein Land, falls wir nochmal hier eine Handkarte verlieren. Das ist okay. Auf 14. Es gehen zwar langsam die Handkarten aus, aber wir haben auch fliegende... Oh, kein Land. Oh, das ist natürlich bitter. Und wir haben nochmal eine Eile-Kreatur gezogen. Oh, wie ärgerlich! Ich meine, das Wizards-Deck ist ja jetzt schon... Ist schon relativ gut, würde ich sagen. Da darf der Gegner auch ruhig Länder ziehen. Normales Spielspiel. Nein, es ist das Removal. Okay. Ja, Grasp ist okay. Trotzdem fehlen aber die Länder. Das ist natürlich doppelt bitter hier. Gerade im Last Tribe Standing. Da muss der eine Versuch halt auch sitzen. Emulator. Schade, wir haben das Mana halt gerade nicht. Ist okay. Guter Fanlurker. Hätte ich mal das eine Land noch behalten. Opt. Opt ist gut. Nochmal Trampelschaden wäre ziemlich stark an der Stelle. Geht besser, ne? Oder wollen wir Emulator legen und einen Fanlurker abschießen? Ist quasi ein 3-Mana-Removal. Ja komm, ist okay, oder? Geht schlechter. Ich will schon recht aggressiv Schaden machen. Weil hier fehlen halt Länder. Wir müssen einfach komplett aggro gehen. Und so drücken wir halt mindestens 5 Schaden. Ja. Und jetzt auf 2, das ist halt schon wieder nicht gut für das Horror-Deck. Och, wie ärgerlich. Schade. Oh, good game. Keine Länder, aber Fanlurker ohne Ende. Na gut. Jo, und nochmal ein Flyer hinterher. Das reicht locker. Die Wizards weiterhin ungeschlagen. Leute, ich würde echt gerne das Warrior-Deck und erst recht das Drachen-Deck spielen. Ja, vielleicht habt ihr ja einen Vorschlag hier, was der Dennis mal alles bauen kann, hier um gegen die Wizards zu gewinnen. Irgendwie muss das Deck doch jetzt besiegt werden. Vielleicht im nächsten Video. Leute, falls ihr bis hierhin gekommen seid, denkt an den Daumen hoch. Wäre wirklich richtig, richtig nice von euch. Und an der Stelle können wir euch erstmal nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.